Kurz bevor das Video losgeht, noch eine kleine Info. Viele von euch haben mich per Nachricht, aber auch mal in den Kommentaren gebeten, vielleicht auch mal mit anderen Firmen zu kooperieren, was Affiliate-Links betrifft. Also Links, von denen ich im Zuge einer Provision etwas profitiere, wenn ihr darüber einkauft. Das Ganze habe ich schon mal mit Amazon gemacht und das gibt es auch noch bei Amazon, aber viele von euch wollen nicht bei Amazon einkaufen und das kann ich verstehen. Deshalb findet ihr unten in der Videobeschreibung jetzt auch Links zu Bergzeit und Bergfreunde, die zwei größten Online-Hallen, die es da eigentlich diesbezüglich gibt zum Thema Bergsport. Und auch mit denen könnt ihr nun einfach einkaufen über diesen Link und ihr unterstützt mich trotzdem damit ganz indirekt, ohne etwas mehr zu bezahlen. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video und danke. Heute geht's um die Selbstrettung. Also, wie buxiere ich mich selbst aus einer Spalte wieder heraus? Die Selbstrettung, sie ist eine der drei Säulen, wenn es um die Rettung von Leben in einer Notsituation am Gletscher geht. Ganz allgemein gesagt zumindest. Doch pauschal kann man nicht sagen, dass die Selbstrettung wirklich immer die beste Lösung ist. Wann ist sie denn wirklich geeignet? Grundsätzlich ist die Selbstrettung immer dann eine empfehlenswerte Rettungsmethode, wenn man vollkommen unverletzt in der Spalte hängt. Selbst wenn das so ist, sollte zumindest der Seilschaftsnächste aber auch genau das wissen. Deshalb sollte man gleich nach einem Sturz sehr klar kommunizieren, was der Ist-Zustand ist. Ist man selbst unverletzt in der Spalte, muss das der Rest der Seilschaft wissen. Will man sich selber aus der Spalte befreien, muss das ebenfalls kommuniziert werden. Denn wenn simultan zum Beispiel Selbstrettung und ein Flaschenzug eingerichtet werden, erschwert das die Selbstrettung, da, sobald das Lastseil sich bewegt, die Selbstrettung ein völliges Chaos wird. Deshalb, wie ich es am liebsten in jedem Videotitel einfügen würde, redet miteinander. Kommunikation ist also alles. Aber angenommen, du bist in einer Spalte gefallen, der Schreck steht dir ins Gesicht geschrieben, aber ansonsten geht's dir eigentlich ganz gut. Was nun? Nachdem du deinen Partner erklärt hast, dass er sich da oben erstmal gemütlich machen kann, bist du nun an der Reihe mit der ganzen Arbeit. Das erkläre ich dir jetzt erstmal Schritt für Schritt. Zuerst die Frage, Rucksack rauf oder Rucksack runter? Rucksack runter ist immer dann eine gute Idee, wenn die Spalte sehr schmal ist. Denn das Letzte, was du willst, ist im Verlauf der Spalte dann auch nochmal irgendwo stecken zu bleiben. Ansonsten ist es oftmals angenehmer, den Rucksack oben zu haben, da er sich so nicht entlang der Beinschlaufe herumpendelt. Aber zu dem Thema gleich nochmal mehr. Angenommen, du bist in ein richtig ordentliches Loch reingestürzt und der Rucksack kann oben bleiben. Was denn jetzt? Schritt 1. Nur das notwendige Material vom Gurt nehmen. Das klingt zwar jetzt sehr nach No Shit Sherlock, macht aber Sinn. Denn alles, was man vom Gurt nimmt, kann eben auch runterfallen. Also kommt erstmal nur das T-Block, ein Karabiner und eine Rebschnur vom Gurt. Das T-Block wird nun so in das Seil eingehängt, dass der schöne orange Teil nach oben schaut. Die Spitze also nach unten und damit auch die Zähne. Wenn du dir ob der richtigen Positionierung nicht sicher bist, einfach mal ums Seil legen und dran ziehen. Blockiert er mit Zugrichtung nach unten, stimmt's. Blockiert er mit Zugrichtung nach oben, einfach einmal umdrehen. Das T-Block, der T-Block, die T-Block? Egal. Das T-Block wird nun mittels Karabiner am Seil fixiert. Und nun basteln wir uns eine Verbindung zwischen unserem Anseilring und diesem Karabiner. Wie diese Verbindung aussieht, ist nach meiner Meinung, Achtung, wir reden hier jetzt von der Praxis und nicht von einem Lehrbuch oder einem anderen schlauen Buch, das irgendwas beschlossen hat, vollkommen egal. Ob man jetzt mit Sackstich die Enden verknotet oder doppelten Spierenstich, ob man die Rebschnur einmal durch den Anseilring fädelt oder ob man die verknotete Schlinge mittels Ankerstich dann befestigt, es ist scheißegal. All diese Möglichkeiten halten ausreichend. Nicht alle halten vielleicht einen Kleinwagen, aber das ist ja auch egal, solange ihr nicht Golf oder Polo im Nachnamen heißt. Du hast nun eine sichere Verbindung zwischen dir und dem Karabiner in dem T-Block hergestellt. Sehr gut. Dann schiebst du nun das T-Block so weit nach oben, dass die Rebschnur auf Spannung kommt. Jetzt kommt die Mikrotraktion als weiteres Hilfsmittel ins Spiel. Die Mikrotraktion wird nun mit der gleichen Idee ums Seil gelegt wie das T-Block. Nach oben ziehen und sie bewegt sich, nach unten ziehen und sie klemmt. Diese hängst du unter das T-Block. Auch in die Mikrotraktion wird nun ein Karabiner eingehängt, durch den du ebenfalls wieder eine Rebschnur fädelst. Kleiner Einschub, die ganzen Rebschnüre könnte man theoretisch auch durch Bandschlingen ersetzen. Aber das hat eben den Nachteil, dass sie sich nicht so schnell und leicht in der Länge anpassen lassen wie die Rebschnur. Trotzdem würde es grundsätzlich gehen. Zum Beispiel, falls einem eine Rebschnur in die Spalte fällt. Die Enden dieser Rebschnur musst du nun aber auch wieder verknoten, denn damit bildest du dann deine Steighilfe. Die Steighilfe baumelt grundsätzlich in die Spalte und muss nirgends mehr festgemacht werden.
Nun ist die Konstruktion für sich schon mal vorerst fertig. Spannender wird nun die Koordination. Du hast jetzt die Selbstrettung aufgebaut und kannst jetzt folgenden Ablauf befolgen. Erst in die Beinschlaufe steigen, dann hochsteigen und sich dabei am gespannten Seil festhalten und danach sofort das T-Block so weit wie möglich nach oben schieben. Danach schiebst du die Mikrotraktion ebenfalls wieder weiter nach oben, aber eben nur so weit, dass du auch aus der Schlinge entlang der Mikrotraktion wieder gut aufstehen kannst. Zu hoch und du bringst eventuell das Bein nicht rein, also lieber etwas gemütlicher machen. Nun bist du irgendwann am Spaltenrand angekommen. Hier musst du jetzt umdenken, denn hier gilt es nun, den Spaltenrand zu überwinden. Grundsätzlich gilt nämlich, je flacher die Wand der Spalte ist, desto schwieriger ist die Rettung über die Steigschlinge, da man ja mit dem Fuß ständig an der Wand steht. Es geht natürlich trotzdem. Doch am Spaltenrand kann einem eben dieser dann zum Verhängnis werden, weshalb man jetzt einfach mit einem kleinen Trick diese Herausforderung meistern kann. Du schiebst das T-Block so hoch es geht, um voll in der Rebschnur drin zu sitzen. Dann entfernst du die Steigschlinge aus dem Karabiner der Mikrotraktion und hängst sie dir an den Gurt. Nun hängst du den Karabiner der Mikrotraktion direkt in den Anseilring ein. Das Seilende zwischen dir und der Mikrotraktion hängst du nun in einen weiteren Karabiner, den du am T-Block-Karabiner anbringst. Durch diesen Karabiner verläuft nun also das Restseil und nun hast du dir quasi einen Flaschenzug einfach an deinem eigenen Seil selbst gebaut. Mit diesem ist der Kraftaufwand geringer, sodass du dir die Steighilfe sparen kannst. Bist du mal knapp über dem Spaltenrand, schnappst du dir den Pickel und ziehst dich die letzten Zentimeter einfach raus. Vorsicht aber bei Wächten. Sehr selten kann es vorkommen, dass trotz Sturz immer noch eine kleine Wächte über der Spalte hängt. Daher solltest du die T-Block nicht sofort aushängen, wenn du über dem Rand bist, sondern definitiv erst, wenn du wieder auf sicherem Boden stehst. Man kann sich nun die Frage stellen, warum man sich selbst retten sollte, wenn es doch eigentlich auch noch die anderen Kasper in der Seilschaft gibt. Und die Frage ist berechtigt. Meiner Meinung nach kommt es vor allen Dingen auf den Untergrund an. Im tiefen Schnee ist es für eine Seilschaft kaum anstrengend, den Gestürzten zu halten. Auf einem minimal angeschneiten Gletscher jedoch ist das ein ewiger Kampf, da das Eis nicht ansatzweise so viel Reibung hergibt wie der Schnee. Also bedeutet das, dass sich die restlichen Personen entlasten sollten. In diesem Szenario also eine Eisschraube setzen und wenn schon mal eine Eisschraube drin ist, ja, dann kann ich eigentlich auch gleich mit einer losen Rolle die Situation lösen, denn bis die ganze Selbstrettungskonstruktion steht, dann hochgezogen wird, dann wieder umgebaut wird etc., ja, bis dahin habe ich das Seil inklusive Mikrotraktion auch schon lang nach unten die Spalte abgelassen. Und das ist meiner Meinung nach der entscheidende Punkt bei der Wahl der Rettung. Denn Spaltenstürze sind nichts Schlimmes, sie sind in erster Linie nur nervig. Und bevor ich lang da oben stehe und mir die Finger abfriere, weil sich der Chef höchstpersönlich hochholen will, hole ich ihn da lieber in der Hälfte der Zeit selber aus. Wenn es aber meterhoch Schnee hat, dann wird das alles schon wieder ein Eck anstrengender. Ist der Gestürzte in diesem Fall also unverletzt und wohlauf, kann man sich die Selbstrettung natürlich überlegen. Aber das alles artet jetzt ehrlich gesagt zu sehr in eine Grundsatzfrage aus, welche Rettungsmethode ist die beste, schnellste, leichteste, sicherste, blabliblub und definitiv für ein anderes Video ein Thema. In diesem Sinne hoffe ich, ihr konntet euch ein gutes Bild von diesem Ablauf machen. Probiert es auf jeden Fall selbst an einem Baum oder irgendwo in sicherer Umgebung mal aus. Und ganz wichtig, bitte auch unbedingt mit Handschuhen üben, denn dann macht das Ganze auch deutlich mehr Sinn und macht das alles nochmal ein bisschen prickelnder. Bis zum nächsten Hochturmkurs oder vielleicht auch bis Freitag wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berg heil!